Moin und herzlich willkommen zu diesem neuen Vlog. Heute macht heute was richtig Cooles auf, Eröffnung. Und zwar das Café in Bahnhof Bloh. Weil Bahnhof Bloh ist eine Boulderanlage auf der Nordbahntrasse, wo wir immer sehr gerne bouldern gehen. Ja, und das wollten wir uns mal anschauen. Da gehen wir jetzt einfach mal hin. Ja, sieht ziemlich cool aus, das Café. Wir haben jetzt lange Zeit schon geöffnet, eine für sich, die Boulderhalle. Aber das Café ist halt heute erst eröffnet worden. Und der nennt mich immer schon Boulder Café. Und jetzt können sie sich auch wirklich Café nennen. Das ist ganz cool geworden. Weil natürlich ist es rappelvoll, auch beim Bouldern selber war sehr viel voll. Haben wir ein paar Routen gemacht. Auch ein paar schwere dabei, hat richtig Spaß gemacht. Und jetzt will ich eigentlich noch ein bisschen laufen gehen für den Schneeball, auch wo ich ein bisschen mehr trainieren. Ich hatte ja vor, die 5 Kilometer in 25 Minuten zu machen. Habe ich aber bisher noch nicht so ganz drauf. Muss ich ein bisschen laufen gehen. Es fängt an zu regnen. Stört mich zum Laufen alle für sich selber nicht. Aber zum Filmen kann sein, dass ich mir das jetzt ein bisschen anders überlegen muss, wie ich das Ganze mache. Dann nur mit der GoPro. Ich wollte eigentlich noch mit der Lumix filmen. Aber stelle ich euch gleich noch auf. Bis gleich. So, da sind wir auf der Nordbahntrasse. Es ist schon ordentlich am Nieseln, aber mich juckt sowas gar nicht vom Laufen. Also, ich laufe auch, wenn es richtig regnet. Allerdings ist es ein bisschen blöd für mit der Lumix aufzunehmen. Deswegen ist vorhin zu Hause geblieben und ich nehme jetzt nur mit der GoPro auf. Aber hier ist ja wieder schon mein Start und jetzt gucke ich, dass ich die 5 Kilometer in 25 Minuten schaffe. Vor allem auch gleichbleibende Geschwindigkeit einzuhalten. Das ist mir auch so ein Punkt, das ist mir letztens aufgefallen, dass ich immer sehr geschwankt bin. Zwischen 4,5 Minuten bis zu 6,2 Minuten pro Kilometer. Und das will ich jetzt definitiv immer schön gleichbleibend eine Geschwindigkeit schaffen. Wenn es so schön kühl ist und so, dann habe ich es meistens leichter mit dem Laufen. Ja, mal gucken, wie weit ich heute, oder wie gut ich heute durchkomme. So, ihr habt es gesehen, das waren etwas knapp über 5 Kilometer. Boah, ich bin eine ordentliche Olle. Also, zweimal hatte ich zwischendurch wirklich Seitenstechen. Also da habe ich schon gemerkt, ich bin noch lange nicht da, wo ich sein möchte in meiner Fitness. Also vor 2 Jahren war das ein Klacks, ne? Da bin ich bis zu 17 Kilometer hier auf der Nordbahntrasse gelaufen. Das schaffe ich jetzt auf keinen Fall. Wobei ich da auch langsamer war, muss ich auch sagen, ne? Aber trotzdem, also wenn ich das jetzt so bedenke, würde ich das aber trotzdem jetzt momentan nicht so schaffen. Aber okay, ich habe es nicht ganz geschafft in 25 Minuten. 26 Minuten 36 war ein Tempo von 5 Minuten 15.
pro Kilometer. Hat aber auch irgendwie sehr geschwankt diesmal wieder. Also im Start war ich sehr, sehr schnell. Das denke ich mal, das war auch das Problem. Also ich muss echt gucken, dass ich eine Geschwindigkeit beibehalte. Also immer dieses Hin und Her, rauf und runter, also schnell und langsamer, Anführungszeichen langsamer, das bringt einfach nichts. Da bist du einfach viel zu alle. Da muss ich dringend dran arbeiten. Ja, okay, ob ich es jetzt schaffe bis zur nächsten Woche, Sonntag, zum Schneebahnlauf, glaube ich nicht. Aber gut, ich fange ja auch gerade erst an. Ich habe ein bisschen spät angefangen. Ich hätte viel, viel früher anfangen müssen. Aber okay. Hauptsache, ich mache die 5 Kilometer voll und da sehe ich kein Problem drin. Und gucken wir mal, dass ich das nächste Mal dann möglichst schnell auch schaffe. Das war es jetzt erstmal mit diesem Vlog. Wie hat es euch gefallen? Wie fandet ihr das Boulder Café? Ich fand es ziemlich cool, was sie da so gemacht haben. Das kommt immer mehr von der Nordbahntrasse und das ist auch wichtig. Das bringt Leben in die Stadt und das finde ich gut. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Wenn ihr mehr von mir sehen wollt, einfach ein Abo da lassen. Und eine Sache wollte ich jetzt noch kurz erwähnen, bevor ich es vergesse. Vielleicht ist es euch aufgefallen, ich laufe heute mit meinem neuen Trikot. Habe ich heute bekommen und ausgepackt. Und ich muss sagen, es läuft sich sehr gut damit. Also man kühlt absolut gar nicht aus. Jetzt so gerade ist mir natürlich sehr warm, aber man sieht es ja auch. War sehr anstrengend. Aber bisher bin ich sehr begeistert von dem Trikot, also bei den Temperaturen sehr gut. Würde ich sogar besser als jetzt hier diese Trikots von der Nationalmannschaft. Damit laufe ich eigentlich sehr gerne, diese Adidas Cooltech Trikots. Aber das würde ich vielleicht sogar noch bevorzugen. Muss man sehen, wenn es mal wirklich richtig warm ist, wie es sich dann verhält. Aber das wird sich dann zeigen. Das war es jetzt erstmal für heute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.